Um die Schwäche der Wirtschaft anzukurbeln, gab es nach längerer Pause wieder den Bummelabend, der mit vielen Highlights dazu animieren soll, vielleicht ein wenig öfter im eigenen Ort einzukaufen. Am vergangenen Donnerstag von 16 Uhr bis 20 Uhr konnte man in den Schwechater Einkaufsstraßen länger bummeln gehen. In den Geschäften wurden viele Aktivitäten angeboten. Die Mitgliedsbetriebe der Schwechater Wirtschaftsplattform lockten mit zahlreichen Angeboten und Aktionen, denn es war schon an der Zeit. Endlich wieder nach 2 Jahren pandemiebedingter Pause Bummelabend. Wir freuen uns auf gut Österreich wirklich narrisch drüber, dass wir einfach wieder mal zeigen können, hallo, es gibt uns, wir haben das Ganze bis jetzt durchgetaucht und haben auch vor, das länger durchzutauchen. Es gibt so viele interessante Firmen in Schwechat, von denen sich einige heute wirklich sehr viel Mühe gegeben haben. Es ist ein großes Angebot jetzt an Aktivitäten, aber natürlich auch an attraktiven Sonderangeboten oder speziellen Bummelabendangeboten, die es nur heute gibt. Es ist eine Chance, dass wir uns präsentieren können. Was mich besonders freut, ist diese Modeschau, die wir gemeinsam in Henry Laden machen, unter dem Titel Nachhaltigkeit, weil beide, also sowohl der Henry Laden als auch der Weltladen, sind ja sehr nachhaltige Geschäfte und unsere Mode ist auch damit nachhaltig. Sehr gut. Sehr gut. Es wird auf aktuelle Angebote eingegangen. Leute treffen sich, die sich vielleicht lange nicht gesehen haben. Und das finde ich sehr schön. Wir befürworten den Bummelabend immer wieder, weil man so auch neue Leute kennenlernt. Es gibt viele Aktionen, eben beim Henry-Laden die Modenschau. Am Hauptplatz haben wir das Rettungsauto zum Herzeigen. Unsere Therapiebegleithunde sind auch da. Und dann gibt es auch noch unsere Realistik, die immer wieder die Wunden für die Übungen schminken. Und die schminken heute Schmetterlinge und bunte Sachen. Wie würden Sie denn die Stimmung bei den Menschen heute Abend bisher einschätzen? Was hat man dazu vernommen? Sehr, sehr positiv. Fast schon ein bisschen überschwänglich. Man hat so das Gefühl, alle sind froh, dass sich wieder mal was tut. Das Wetter ist natürlich perfekt heute. Schöner hätten wir es gar nicht wünschen können. Und ich glaube, alle sind glücklich und zufrieden, dass sich was tut, dass eine Bewegung da ist, dass man einfach mal eine Runde drehen kann und unbeschwert sein kann. Aber es gab noch mehr. Den Blaulichtplatz zum Beispiel mit Polizei, Roten Kreuz und Feuerwehr. Der Bummelabend ist sicher sehr wichtig, eine sehr wichtige Veranstaltung, um auch der Bevölkerung zu sagen, was die Feuerwehr für Ausrüstungsgegenstände hat. Und ich glaube, mit dieser Einsatzvorführung, die wir heute vorführen, bekommt auch die Bevölkerung einen Einblick in unsere Tätigkeit. Und zu all dem eine Modeschau am Hauptplatz und in der Franz-Schubert-Straße, eine Hüpfburg für die Kleinen und ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen. Wie wichtig, glauben Sie, ist es denn, dass man auch mit solchen Aktionen die Schwäche der Wirtschaft hier aktiv belebt? Ich finde es enorm wichtig und ich bin froh, dass heute ein Bummelabend einmal stattfinden kann, dass wir traumhaftes Wetter haben, also so frühes Herbstwetter, würde ich einmal sagen. Es ist relativ warm noch und ja, weil die Leute vorbeikommen, doch ins Geschäft reingehen und wir sind noch nicht in schweren Corona-Zeiten. Also es ist enorm wichtig, gut, dass es stattfindet und ich freue mich auch schon auf die Modeschau. Die Stimmung ist sehr, sehr gut. Sie sind alle sehr froh, dass man auch wieder was machen darf, dass man raus darf, dass man sich trifft und dass was angeboten wird. Es ist sehr wichtig, Schwechat ist sehr nahe an der Stadt und man muss die Leute einfach motivieren, wirklich im Ort zu kaufen. Wie ist denn Ihr Eindruck? Kommen jetzt eher Schwächerte, die schon lange hier sind, hierher oder sind heute auch wieder neue Gesichter dabei? Dadurch, dass es starken Zuzug gibt, sind sehr viele neue, unbekannte, für uns unbekannte Gesichter und unsere Stammkundinnen sind sowieso bestens informiert. Wir haben natürlich sehr viele Stammkunden, die uns auch durchaus schätzen, die regelmäßig kommen, aber jetzt ist Schwächert auch eine Stadt, wo es viele neu zugezogene gibt und ich will nicht sagen, dass Schwellenangst da ist, weil die baut man einfach ab. Aber so kommt man vielleicht auf ein Plauschall vorbei, weil man gesehen hat, da war es recht nett am Bummelabend, da hat sich was getan, da gehen wir öfters eine Runde.